Tag zusammen. Heute drehe ich mal wieder ein kleines Ründchen, aber nicht so eine große Runde wie beim letzten Mal. Einfach mal nur ein bisschen raus, ein bisschen das Gelände genießen. Ich habe auch die andere GoPro wieder mit. Ja, ich melde mich dann später mal wieder. Oh, jetzt geht es erstmal ein bisschen abwärts. Ich fahre heute mal wieder ein bisschen durch Feld, Wald und Flur. Versuche gleich möglichst weg von den asphaltierten Bereichen zu kommen. Ich habe auch nichts geplant. Ich weiß nicht, ich entscheide spontan, ob ich rechts, links, geradeaus fahre. Ja, und dann schauen wir mal, wo ich so überall langkomme heute. Ich habe auch mal wieder meinen Gepäckträger vom Bike entfernt. Aktuell fahre ich hinten nackt am Fahrrad. Ich habe mir ein neues Schutzblech zum An- und Abmontieren bestellt. Das soll heute irgendwann im Laufe des Tages mal auftauchen. Und zwar das SKS Night Black, Night Blade. Da ist eine integrierte Rückleuchte drin. Fand ich ganz interessant. Wollte ich mal ausprobieren. Wenn es da ist und ich es montiert habe und vielleicht auch schon getestet habe, kann ich da ja noch mal eine kleine Rückmeldung zu geben. So, das ist jetzt das letzte kurze Stückchen Asphalt und danach geht es dann so auf, ja, Schotter, Kies, Waldwege. Ja, so wie ich sehen kann, sind die Rückarbeiten hier noch nicht ganz vorbei. Wobei es hier schon besser ist als noch 100 Meter weiter unten. Aber da waren gerade so viele Leute, da wollte ich jetzt nicht filmen. Ja, bis zum Lömmeke-Turm geht es jetzt auch erstmal ordentlich bergauf. Aber herrlich, mal wieder hier durch den Wald zu fahren. Ja, hier war früher alles nur Wald. Und jetzt ist der fast nur Wald, zudem ein bisschen Wald, dank des Borkenkäfers gegangen. Alles weg hier. Ganz schön scheiße mit den fehlenden Bäumen hier. Im Sommer ist das immer ganz nett hier. Wenn es so warm ist, dann hat man hier schon mal ein bisschen Schatten.
wenn die Sonne so richtig hoch steht. Jetzt ist ja gerade Anfang März. Da ist das noch nicht so schlimm. Links oder rechts? Ich fahre hier rum. Rechts rum geht's wieder zur Brauerei runter. Aber ich will erstmal zum Lörmecke-Turm. Scheiße, alles weg hier oben. Leck mich am Arsch. Ich bin schon fast am Lörmecke-Turm. Und das, was ihr vor mir seht, war letztes Jahr alles noch Wald. Und zwar der Wald, wo ich mit der Drohne drüber geflogen bin. Und jetzt fahre ich mal direkt zum Turm hoch. Das ist schon erschreckend. Da sieht man den Turm schon. Den hat man früher von hier nicht gesehen. Ja, das war früher alles Wald. Und jetzt ist hier nichts mehr. Außer so ein paar kranke und tote Bäume. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht. Ich kann mich hier jetzt gar nicht so dran erinnern. Weil hier sonst immer Bäume standen. Ja, ich fahre geradeaus. Ich glaube, ich bin hier immer geradeaus gefahren. Ach scheiße, jetzt bin ich hier schon dreckig. Scheiß was drauf. Ich glaube, da ist schon so viel Dreck in der Schaltung. Ist gerade auch einmal leicht durchgerutscht. Egal. Egal. So, ich bin jetzt kurz vor der Straße zwischen Waschern und Hirschberg. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Irgendeine Landstraße. Ich fahre jetzt erst ein kleines Stück
Radweg wieder Richtung Hirschberg und erstmal den ganzen Dreck abschleudern vom Bike. Aber ich merke, wie mir die Scheiße auf den Rücken klatscht. Und dann fahre ich gleich da vorne rechts. So, hier vorne muss ich jetzt gleich rechts. So, und jetzt kommt gleich der geile Ausblick auf Warstein. Ist das nicht geil? Ja, ich stehe jetzt hier gerade am Rand Warstein-Hirschberg und ich werde jetzt gleich in die Richtung fahren, wieder nach Hause. So sieht mein Bike aus, sehr gut, ordentlich voller Matschepampe, meine Hose und Schuhe, mein Rücken, keine Ahnung, ich filme mal drauf, ich kann es mir dann nachher angucken. Mein Weg führt mich auf jeden Fall jetzt darunter. Und bevor gleich die 8er GoPro der Akku leer ist oder ich es vergesse, verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann das Video online kommt, auch einen schönen Start oder eine schöne Woche. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, das ist kostenlos. Und wenn ihr noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ich habe jetzt gar nicht gesehen. Also ich hatte eben irgendwann mal 53 km/h gesehen. Ob es noch schneller war, weiß ich nicht. Aber jetzt geht es natürlich auf der anderen Seite wieder bergauf. Also Turbo-Modus rein.